Okay, doch nicht. Ich habe gedacht, es passiert bestimmt irgendwas Creepiges, aber Tyler und ich sollten um den See radeln, wenn wir wieder reden. Ja, das solltet ihr vielleicht mal. Du fehlst mir. Unnötig. Wenn hier wieder eine Telefonnummer liegt, dann weiß ich auch nicht. Abteilung für Jagd und Fischerei Alaska, Sparrow Bay Lachsfischerei, Lizenz für den Eigenbedarf, nur für Einwohner von Alaska. Die Schwanzspitzen müssen entfernt und die Lachsernte, muss dokumentiert werden, bevor der Angelplatz verlassen oder der Fisch außer Sichtweite genommen wird. Lizenznummer, Nachname Brown Edward. Also der Eddie hat eine Lizenz. Wäre auch komisch, wenn der Polizist, eine Lizenz pro Haushalt, wenn der Polizist keine hätte. Der Haushaltsvorstand darf 25 Lachse fangen. Jede weitere Haushaltsmitglied darf 10 Lachse fangen. Pro Haushalt dürfen 10 Flundern gefangen werden. Gesamtzahl der Haushaltsmitglieder 2. Maximale Anzahl an Lachsen für diesen Haushalt 35. Das ist schon ganz schön ordentlich. Für 2 Personen 35 Lachse. Diese Lizenz gilt ausschließlich für Sparrow Bay, Deep Salt Lake und Taneki Rivers. Oder Taneki Rivers. Diese Lizenz muss während des Angelns mitgeführt werden. Die Schwanzspitzen müssen entfernt und die Lachsernte muss an dem Ort dokumentiert werden, an dem die Lachse geangelt werden. Informationen zu gesetzlich festgelegten Zeiten, Ausrüstung und Artenbeschränkungen sind in den South Central Verordnung für Sportfischerei aufgeführt. Unterschrift des Lizenzinhabers. Da sind die halt mega streng tatsächlich in Alaska, aber ist auch gut Eddie so. Eddie war in letzter Zeit zu beschäftigt, um angeln zu gehen. Ich weiß, dass es ihm fehlt. Ja, der hat auch ein bisschen viel um die Ohren. Ich hasse Keller. Und wir gehen jetzt trotzdem nach oben. Ciao Keller, ist so schön mit dir. Ich weiß nicht, was diese Kiste hier auf halbem Weg soll, aber... Könnte mal einer wegräumen. So, als fünfmal geklingelt, oder? Alter. Morgen. Hey, Ali. Hey. Hi, Leute. Was macht ihr hier? Ich hab deine Sachen aus dem Büro. Du machst einen tollen Job. Tessa kommt sicher zur Besinnung, wenn sie wieder klar denken kann. Das ist nett, Tom. Danke. Ich gehe schon mal rein, sonst friere ich mir noch den Arsch ab. Okay, danke. Ist Tyler heute nicht da? Oh, er ist beschäftigt, wir haben uns gestritten. Wir sind mal ehrlich zu Tom. Wir hatten Streit. Ich denke, wir brauchten einfach ein wenig Abstand voneinander. Tut mir leid, das zu hören. Du warst so froh über seine Rückkehr. Ach, schon okay. Wir kommen drüber weg. Das hoffe ich wirklich. Also, Tessa hat mir erzählt, was auf dem Friedhof vorgefallen ist. Wenn du mich belehren willst, lass es. Sie hat es verdient. Sie hat Marianne hintergangen. Und uns ausgeliefert. Was sie tat, hatte... furchtbare Auswirkungen. Aber ich versichere dir, dass sie nur helfen wollte. Außerdem habt ihr zwei nichts gesagt, was sie nicht selbst schon dachte. Sie gab sich jahrelang die Schuld. Naja, sie war nicht alleine verantwortlich. Alle haben sich irgendwie schuldig gemacht. Gut, dass du das erkennst. Es scheint, als wäre dein Bruder, naja, nicht annähernd so nachsichtig, oder? Er war schon ziemlich schroff. Vor allem zu Eddie. Aber wir hatten genug von Leuten, die uns nur zu unserem Besten anlügen. Ja, natürlich. Völlig nachvollziehbar. Nur, es tut mir leid, dass du die ganzen Konsequenzen trägst. Ich hörte von dem Streit mit deinem Onkel. Ich hoffe wirklich, dass dein Bruder deine Opfer zu schätzen weiß. Wird er. Ich meine, das tut er. Tut mir leid, ich bin ziemlich durch. Natürlich. Ruh dich nur aus. Sag Michael, dass er sich Zeit lassen kann. Okay. Danke für den Besuch, Tom. Mach's gut. Bis bald. Sorry, dass ich dich hängen lassen hab. Im Ernst.
Fahr unter keinen Umständen bei Tom mit. Hat er von den neuen scharfen Schokoriegeln erzählt? Ja, und auch was sie mit seiner Verdauung anstellen. Er meinte, du musst dich nicht beeilen, wieder in den Laden zu kommen. Gut, das hatte ich auch nicht vor. Tessa redet nur noch über euren Streit. Echt miese Stimmung da drüben. Das Gefühl kenne ich. Also zumindest wissen wir jetzt, erstens, dass wir in der aktuellen Zeit sind, also in der Gegenwart. Was? Ach, das. Ja, ich wollte dir was schenken. Ist ja mega. Wieso bist du nur so geschickt? So geschickt bin ich nicht. Das hat mir Marianne gezeigt. Also, ich bin beeindruckt. Diese Hände können nur kochen. Nimm dir ein paar Waffeln, wenn du willst. Das ist Eddies Art zu sagen, ich mach mir Sorgen um dich. Oh, das ist ja süß. Aber ich hatte ein unmenschlich großes Frühstück. Also, nein, danke. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich muss echt raus aus der Lost Crossing. Naja, wir sind fast soweit. Stimmt's? Ja. Ach, guck mal. Ich weiß nicht. Ich habe dieses Gefühl, dass alles ins Wasser fällt und ich dann hier festsitze. Für immer. Das wird nicht passieren. Wir haben einen Plan. Jetzt kann ich mir das auf der anderen Seite nicht mehr angucken. Nein! Und ja, ich weiß, dass die Cutscenes am Anfang immer ruckeln. Ich weiß nicht, also, kann ich daran... Willst du kann ich nichts ändern. Warum aber es ist immer nur am Anfang kurz. Ja, wir reden doch, okay. Wir haben Tessa Fragen gestellt. Was für Fragen? Schwierige. Lass mich raten. Das fand sie nicht so toll. Wir sind mal ehrlich zu Michael. Ich glaube, das ist besser. Sie hat Marianne beim Jugendamt gemeldet. Sie hat versucht, uns ihr wegzunehmen. Scheiße, tut mir leid, Ali. Ich weiß, dass sie super aufdringlich ist, aber gute das Nacht, ist bösartig. Jenny. Hey, was beschäftigt dich, Ali? Tyler und ich haben uns gestern gestritten. Ich war so froh, ihn zurückzuhaben, aber was, wenn 10 Jahre einfach zu viel sind und wir zu verschieden? Das glaube ich nicht. Ihr müsst euch nur wieder neu kennenlernen. Fangt einfach klein an. Findet heraus, was euer Lieblingsessen ist. Und dann langsam zu den wichtigen Dingen. Ja, das ergibt Sinn. Die letzten Tage war viel los. Und es ist voll okay, überfordert zu sein. Du wirst noch dahinter steigen. Der guckt ein bisschen Familien lustig, sind abgefuckt. Oder? Es sind quasi Abfuckmaschinen. Du hast recht. Ich muss mich entspannen. Vielleicht haltet dich das wieder auf. Ich habe die perfekte Bude gefunden. Schau mal. Ziemlich cool, hm? Die Kaution ist ein bisschen hoch, aber es gibt 2 große Schlafzimmer mit Blick auf den Kanal. Oh Gott. Willst du dein Zuhause wirklich für diesen hässlichen Kasten aufgeben? Oh Gott. Alice, sieh mich an. Ist okay? Ich bin nur... Ich muss mich nur kurz setzen. Schon okay. Ich bin ja da. Was ist los? Logisch erzählen wir ihm. Mein Gott. Alles. Mein Herz schlägt wie verrückt. Immer, wenn ich esse, wird mir schlecht und... Und ich sehe Dinge. Erinnerungen von Mary Ann und mir und Tyler, als wir Kinder waren. Und Eddie und... Früher waren es Dinge, die meiner Meinung nach wirklich passiert sind. Aber jetzt sind sie überall. Und brüllen jeden beschissenen Gedanken aus, den ich je über mich hatte. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch ertrage.
Das ist heftig. Sorry, es... Dir sowas früher schon mal passiert? Gleich nach Marians Tod hatte ich viele Panikattacken, aber das war anders als jetzt. Komm her, Ellie. Ich verstehe, okay? Ich verstehe dich. Du musst mich für komplett verrückt halten. Nein. Ich glaube, du hast was echt Schlimmes durchgemacht und warst nie in Therapie, oder? Ja, ich habe nach ein paar Therapeuten geschaut, aber die sind alle so weit weg und echt teuer. Naja, du weißt, wie es mir 2011 ging. Ich weiß nicht, ob ich es ohne Hilfe geschafft hätte. Und du bekommst bald Geld vom Hausverkauf. Für unsere Wohnung in Juno. Ich lass dich nicht einfach hängen. Hey, ich weiß, du hasst es, andere zu enttäuschen, aber dein eigenes Leben geht vor. Ich verstehe das. Und Tyler auch. Danke. Ich versuch's. Ich muss echt mit dem Haus weitermachen, aber Tyler übernachtet da. Ich weiß nicht, ob ich ihn treffen will. Aber wenn Maike willst, will ihn treffen. Gehe ich für dich hin. Ja, sowas. Und gucke, wie er sich fühlt und ob er reden will. Was meinst du? Oh Gott, ich habe Angst. Das machen wir aber. Ich will das sehen. Ja, das könnte funktionieren. Ich hoffe nur, er spricht mit dir. Bestimmt. Er war noch nie gut darin, sich neuen Leuten zu öffnen. Sicher? Ja, natürlich. Ich versuch's gern, wenn es euch zwei vielleicht wieder zusammenbringt. Wir marschieren direkt oben ohne ins Haus. Oh shit, ich bin zu spät fürs Essen mit Dee. Ich muss mich noch umziehen, aber wenn du willst, setze ich dich beim Laden ab. Klar, danke. Nein, Michael, danke dir fürs Zuhören. Ernsthaft. Lars, danke schön für den dritten Monat. Vielen, vielen, vielen Dank. Oh Manu, danke schön. Die Alerts sind gerade aus. Ach Mann, danke schön. Oh, Alter, das Spiel ist so krass. Ich kann es euch wirklich nur auch zum selber spielen empfehlen. Alter. Ich will jetzt mit ihm babbeln. Direkt nackt ins Haus rein. Heidi. Hey, meine Hübsche. Alles okay? Du siehst echt beschissen aus. Ich hab nicht sehr gut geschlafen. Aber hier bin ich, weil du mir wichtig bist, siehst du? Oh, nun, ich weiß unseren Mädchenausflug zu schätzen. Gib mir nur 5 Minuten, um den Papierkram zu erledigen. Keine Eile, ich muss Eddie noch was vorbeibringen. Klar, und du musst Mrs. Romeros Kuchen probieren. Als Dank für die Hilfe mit ihrem Exhibitionisten. Im Pausenraum. Beeil dich besser, bevor Gregs ihn vertilgt. Mrs. Romeros Kuchen? Bin dran. Ich treffe dich dort, wenn ich hier fertig bin. Okay, können wir schnuffeln? Okay, wie hast du es geschafft, etwas übrig zu lassen? Dein Ernst? Ist meine dritte Portion. Kuchen geht immer, das fühle ich. Ich würde auch 3 Portionen Kuchen nehmen. Dankeschön. Keine Eindringlinge. So wie es sein sollte. Okay. Nicht, dass das Spooky Stuff gleich passiert. Was hat Gregs mit den Sicherheitskameras vor? Er installiert endlich welche im Obergeschoss. Ist seit Monaten fällig. Dieser Kuchen sieht wirklich toll aus. Gregs jammert schon den ganzen Tag über seine Diät, aber er kann uns nichts vormachen. Das ist doch ein leerer Teller. Aber... Hä? Das ist doch Matsche. Da ist doch nur noch Schokolade oder sowas drauf. Und sie sagt, der Kuchen sieht toll aus? Ich bin verwirrt. Aber ja, Kuchen täte ich jetzt auch nehmen. Lass mal rüberwachsen.
Das haben wir letztes Mal schon angeguckt, aber da steht bestimmt noch nichts Neues. Ah, okay, jetzt können wir uns das einzeln anschauen. Ein Sumpfloch? Oh Gott, ich war mit ihm auf der Highschool. Tut mir leid, dass du warten musst, Ellie, aber ich muss das noch fertig machen, bevor ich gehe. Kein Problem, ich hab's nicht eilig. Aber bis dahin schnapp ich mir vielleicht etwas Fruchtpastete. Ich hab verstanden, dass ich einen Kuchen holen soll. Uiuiuiui, okay. Dann lass mich jetzt hier nicht mehr weitergucken, sondern wir gehen direkt zur Früchtepastete. Wuppu, let's go. Schuppidu, Früchtepastete. Hallo, Miss Ronan. Nee, wir babbeln zuerst, hey, bevor es Früchtekuchen gibt. Hey, Allison, was führt dich heute her? Früchtekuchen. Ich sollte Eddie bloß ein paar Unterlagen vorbeibringen. Der Chief hat viel zu tun, aber du kannst es ihm ins Fach legen. Oh, sieht aus wie Wildbeeren. Mrs. Romero muss sie im Sommer eingefroren haben. Oh ja, sie nimmt ihre Kochkünste ernst. Sehr ernst. Dann kann ich jetzt den... Warum kriege ich jetzt keinen Kuchen? Muss ich erst mir einen Teller holen? Ob die auch mal jemand sauber macht? Die Kekse. Kekse sind doch zum Essen. Oder wer legt einen Keks in die Spülmaschine? Oh. Ich hoffe, niemand wurde verletzt. Letztes Mal stand da noch 4 oder so. Ups. Na gut. Du-di-du-di-du-di-du. Hier haben wir auch schon mal geschnuffelt. Ich liebe den Duft dieser Seife. Ich wollte doch Kuchen haben. Den Schrank haben wir mal aufgebrochen. Oh Mann. Juli, gute Besserung. Du Arme. Und Melina, schön, dass du wieder da. Hallo. Was war heute Morgen nur mit mir los? Echt beängstigend. Jägertabelle. Arktiswelpen 21, kleine Helfer und Hundeschlittenführers 20, Schneebälle 19, Blitzheuler 3. Okay, was auch immer. Na gut, also sie sollen... Alles okay, Kleine? Ja, bin einfach müde. Sollte ihm das ja ins Fach legen. Eigentlich soll ich Kuchen essen, das will sie jetzt aber nicht. Dann lege ich es ihm ins Fach. Ich gehe mal nach oben. Mach's dir dort oben nicht zu gemütlich. Befehl vom Chief. Sorry. Wenn sie, wir können klopfen. Eddie ist wohl beschäftigt. Ich sollte ihn nicht stören. Dann packen wir doch fallen lassen. Ich sollte die Unterlagen hier ablegen. Was? Eddie ist noch eine Weile beschäftigt. Ja, Tim, gute Nacht. Tim, 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 Tim. Mr. Goldschmidt, können Sie den Grund für Ihren Besuch in Dallas Crossing nennen? Bin auf Familienbesuch. Meine Eltern und mein Bruder leben hier. Vielleicht kennen Sie ihn. Er arbeitet bei der Post. Ich sollte eigentlich nicht lauschen. Aber jetzt wird nicht mehr rumgeschnüffelt. Jetzt wird nicht mehr rumgeschnüffelt. Kann ich vielleicht auf der anderen Seite schnuffeln? Jetzt wird nicht mehr rumgeschnüffelt. Lass mich doch hier mal ein bisschen schnuffeln. Ich weiß zwar nicht warum. Ich möchte gerne den Kuchen essen. Oh, Tiamilum, danke, ich hallo. Ich frage mich, was Eddie über meinen Umzug denkt. Hello. Wir haben kaum darüber gesprochen. Okay, und das Geschenk habe ich auch noch nicht gegeben. Ich habe meine Sachen oben abgelegt und warte dann im Pausenraum. Okay, Süße. Bin gleich fertig. Der Hinweis, dass wir vielleicht hier nochmal reden müssen. Hey, Gregs. Läufst du im Kreis? Nicht viel. Ich warte bloß auf die. Dann setz dich lieber. Ah, jetzt kann ich mir den Kuchen nehmen. Na toll. So. Dessert zum Mittag. Ziemlich cool, was? Ziemlich cool, ja. Ich war schon immer ein Schleckermaul. Hab's von meiner Mutter. Sie hat fast täglich gebacken. Muss aber langsam ein bisschen aufpassen. Anordnung vom Arzt. Brandon geht's da ganz ähnlich. Man, das Kind kann essen. Linda ist ziemlich besorgt, aber... Jungs, dieser Kuchen ist der Wahnsinn. Der beste, den ich je hatte.